Herr Rudolf, vielen Dank, dass Sie ein bisschen Zeit für uns gefunden haben, uns ein bisschen was zu erzählen. Gerne. Ich würde gerne zu Beginn mal wissen, wo Sie herkommen und was Sie machen momentan. Ja, also ich arbeite für eine private Hochschule, eine sehr kleine Hochschule in Frankfurt am Main, die heißt Frankfurt School of Finance and Management. Mhm. Wir wenden uns an Studenten, die vornehmlich später auch im Finanzsektor arbeiten wollen. Und ja, man hat mich wie alle anderen hier auch eingeladen, weil ich mich mal in einem Paper zum Beispiel zu dem Thema Hochschulentwicklung und auch Strategien für Hochschulentwicklung geäußert habe. Und vielleicht generell erstmal die Frage, sehen Sie einen Riesenunterschied bei Strategien für Hochschulen, also im Sinne von Universitäten, öffentlichen Universitäten und privaten, kleineren Universitäten? Der Unterschied besteht sehr stark in der Autonomie, solche Entscheidungen dann durchführen zu können, wenn man analysiert hat, wo die Reise hingehen sollte. Mhm. Staatliche Hochschulen, wir sind hier im deutschen Kontext, in der Bundesrepublik, sind sehr stark eingebunden und können sich wenig bewegen aufgrund der Ministerialbürokratie. Mhm. Und wir haben am 9. November 1989 in Deutschland eine große Bewegung gesehen. Mhm. Und es war ein sehr deutliches Zeichen gegen die Zentralplanverwaltungswirtschaft. Und dieses System als Ressourcenallokationssystem hat weitgehend abgedankt. Es hat nicht abgedankt im deutschen Hochschulsektor. Auch da wird weiterhin ironischerweise 16 Mal zentralplanwirtschaftlich geplant. Und Hochschulen haben wenig Autonomie, Deans haben wenig Autonomie, Dekane. Und das war sicherlich der Anstoß und Anlass zu dieser Konferenz. Das Thema ist aber wirklich international und auch nicht nur national. Mhm. Haben Sie denn auch sich das auf internationaler Ebene angeschaut oder haben Sie sich eher erstmal auf den deutschen Raum beschränkt? Nein, also was ich in diesem einen Paper damals geschrieben hatte, das war nicht auf den deutschen Raum, sondern da ging es im Grunde um Techniken. Man nennt das strategisches Management, das ist letztlich nichts anderes als Unternehmensentwicklung. Ja. Und es geht im weiteren Sinne nicht dann um Unternehmen, sondern eben um Institutionen. Eine Hochschule ist eine Institution. Und es gibt auch Unterschiede zwischen For-Profit und Not-For-Profit und so weiter. Und es gibt eben private Hochschulen wie uns. Wir erwirtschaften nicht einen Gewinn für einen Aktionär, ja, sondern für uns selbst. Wir reinvestieren das. Und staatliche Hochschulen haben eben leider nicht diese Autonomie, die private Hochschulen haben. Und deshalb ist das bei uns viel stärker im Fokus. Und jetzt komme ich jetzt eigentlich zum Thema, die Veränderungen im Umfeld, in der Umwelt wahrzunehmen. Ja, Sie kommunizieren mit Facebook, ja, und tun es die Professoren, die 52 wie ich oder 62 sogar sind. Nö. Wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Ja, und reagiert man oder nimmt man darauf Rücksicht oder verbessert man dadurch die Qualität und so weiter. Mhm. Und es gibt eben viele Gründe, Veränderungen im Umfeld wahrzunehmen und es verändern sich sehr viele Dinge. Mhm. Und das muss im Grunde genutzt werden, eingesetzt werden, um Hochschulen oder Departments, also Fakultäten, zu entwickeln und ihnen dabei zu helfen, die Ziele, die sie eigentlich haben, besser zu verfolgen. Und welche Rolle spielt der Dekan in dem Ganzen? Also das war die Diskussion hier. Ja, Sie sagten gerade so schön, man muss die Veränderungen wahrnehmen, man muss darauf reagieren, im besten Fall vielleicht ja auch proaktiv schon handeln. Das heißt, was kann ich als Dekan machen, um in dem Spiel dabei zu bleiben? Das war sehr stark hier die Diskussion, welche Rolle hat er, welche Funktion, welche Freiräume, welche Beschränkungen muss er beachten. Das ist dann auch wiederum teilweise unterschiedlich in verschiedenen Staaten, trotzdem gibt es natürlich Gemeinsamkeiten. Das Wichtige ist zunächst einmal überhaupt die Wahrnehmung, dass ich Veränderungen im Umfeld überhaupt wahrnehme. Mhm. Und es gibt natürlich immer eine sehr selektive Wahrnehmung bei uns allen. Ja, was wir wahrnehmen möchten, was sozusagen im Englischen sagt man self-serving, ja, also uns sozusagen gut gefällt und was wir besser nicht wahrnehmen wollen. Wenn wir aber Institutionen wirklich voranbringen wollen, können wir uns das nicht leisten, mal was wahrzunehmen und dann wieder auszublenden, dann muss ein Prozess dafür her. Und dann müssen auch unterstützende Funktionen dazu her. Und ein Dekan kann nicht alles machen. Ja, der Mensch hat auch nur 24 Stunden und vielleicht 12 Stunden Arbeit und so weiter. Und da muss es natürlich auch unterstützende Funktionen dazu geben. Mhm.
Inwiefern glauben Sie, ist das Zusammenspiel zwischen, ich sage jetzt mal, dem Präsidium, also der zentralen Verwaltung und den Dekanen und Fakultäten wichtig? Dazu kann ich eigentlich für staatliche Hochschulen gar nichts sagen, weil ich kann eigentlich nur was über unsere Hochschule sagen. Ja. Bei uns sitzt der Dekan im Präsidium. So. Da sitzen 5 Personen, der Präsident, der Vizepräsident, der Dekan, dann eine ganz wichtige Person, die dafür, also für Executive Education, sozusagen für Extension zuständig ist. Und dann noch, ist ein besonderes Kennzeichen der Frankfurt School, wir unterhalten eine International Advisory Group, die Finanzsysteme in Entwicklungsländern entwickelt und mit dabei hilft, nicht entwickelt, aber mit hilft, sie zu entwickeln. Und das ist ein wichtiger Bereich bei uns. Mhm. So, das sind also im Grunde 5 Mitglieder. Und der Dekan hat bei uns sozusagen dieses Mitspracherecht. Das ist ein Teil des Präsidiums. Mhm. Wie das bei staatlichen Hochschulen ist, wie das da mit der Autonomie ist, wie das dort mit seinem Einflussbereich ist, kann ich leider nicht zusagen, das weiß ich nicht. Okay, dann vielleicht eine letzte Frage. Inwiefern, und da kann man ja vielleicht auch so ein bisschen von Unternehmen auch noch lernen an staatlichen Hochschulen. Was meinen Sie, Gesamtstrategie darauf aufbauend, Strategien für die Departments oder für die Fakultäten? Oder aber kann man doch durchaus auch eine ganz eigenständige Strategie in einer Fakultät oder in einem Department wählen oder planen? Ich denke sowohl als auch. Mhm. Also ich denke, auf der einen Seite brauchen Sie natürlich Strategieentwicklung für die Hochschule als Ganzes. Ja, die Universität Saarbrücken hat eine spezifische Lokalität, Geschichte, Ausrichtung, Stärken, Schwächen und so weiter. Der verschiedenen Fachbereiche, das Profil, das Image, sozusagen im Marketing sagt man der Brand, ja, solche Sachen. So, das ist das sozusagen das Übergeordnete. Und dann hat natürlich jeder Fachbereich seine eigenen Stärken und Schwächen, Ausrichtungen und so weiter. Und es gibt sicherlich Synergieeffekte, wenn man diese Funktion sowohl einmal zentral hat, als auch wieder dezentral. Mhm. Weil anders geht das nicht. Man wird keine sozusagen Strategic Issue Management oder Competitive Analysis durchführen können für Medizin, für Physik, für Deutsch, Germanistik, für Volkswirtschaftslehre und so weiter. Alles zentralistisch. Sondern das werden dann schon wieder Support Functions, die wieder dezentral sein sollten, denke ich, um wirklich effizient zu sein. Ja. Dankeschön. Gerne. Vielen, vielen Dank. Okay.